Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Liviana, ich grüße dich. Dieses Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Daran ändert sich nichts. In ein Geburtshoroskop ändert sich nichts. Und das zeigt den Sternenhimmel in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist dein Seelenplan. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich. Wobei bei dieser Art von Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben, weil eigentlich die Bewegung macht nicht die Sonne, sondern die Bewegung macht unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Wandelung, diese Bewegung nennt man auch Transit. Und dieser Transit löst etwas aus im Geburtshoroskop und genau das, was wir bei diesen Monatshoroskopen anschauen. Welche Themen werden hier aktiviert? Bevor ich starte, möchte ich noch die beiden Mondknoten beschreiben. Einmal haben wir die absteigende Mondknoten, einmal die aufsteigende Mondknoten. Die beiden bilden sich eine Drache. Aber diese Drache, wie hier auch sichtbar, ist getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten. Rahu oder die aufsteigende Mondknoten zeigt dieser Kopf. Das kennt man noch nicht. Die Seele sucht das. Wo ist der Kopf der Drache? Und die Körper der Drache, das ist die absteigende Mondknoten oder Ketu, das, was die Seele schon kennt, weil in dieser Weg ist schon gegangen. Das sind Erinnerungen, auch karmische Erinnerungen, was war in früheren Leben. Da hast du Schütze-Themen, das hat mit Bewegung was zu tun, mit Reisen was zu tun, mit Ausland was zu tun, mit Orientierung, manchmal Orientierungslosigkeit. Und hier im dritten Lebensbereich, das ist Schule des Lebens. Dazu kommen noch die Erinnerungen im Kindheit, Jugend. Wie hast du dich behauptet, deine Geschwister gegenüber, andere Kinder gegenüber? Warst du wahrgenommen? Hast du durchsetzen können? Oder warst du auf die Seite geschoben? Diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Faden in unserem Leben. Und wenn damals nicht geklappt hat, dann kommt das später. Das Leben spiegelt das wieder. Haben wir in Lebensschule, dann lernen wir im beruflichen Umfeld uns durchsetzen und behaupten. Und das hat auch mit Reisen auch etwas zu tun. Hier befindet sich unserem Planet Erde Gaia, das heißt, Erde bewegte sich in dem Tag, im Schütze, wo du geboren bist, und hier manifestiert sich etwas. Das ist deine große Schule, das musst du erstmal lernen. Und dann hast du diese inneren Stärke. Und dann kannst du bewegen Richtung Drachenkopf, weil das ist der Weg. Und dieser Weg führt dich zum Ausland oder eine große Reise nach innen, und das ist die spirituelle Reise, die Spiritualität. Sonne befindet sich Anfang Mai im Widder. Sonne zeigt die Monatsthemen, weil da fließt die Lebensenergie, und das hast du hier im siebten Lebensbereich, und das ist Liebe, Partnerschaft. Dann kommt noch die Widder-Energie dazu, Neuanfang.
Begeisterung. Und Thema Liebe, Partnerschaft ist auch sehr wichtig. Uranus ist auch immer wieder. Uranus bleibt länger, einige Jahre noch nach indischen Berechnung. Und hier in diesen Jahren hast du viel Neuanfang, nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern im Allgemeinen. Und die wichtige Thema, wo Veränderungen kommen, das ist doch dann die Liebe, Partnerschaft. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Mars-Energie können wir uns durchsetzen, behaupten, uns wehren. Mars bewegt sich im Stier. Mars ist eine männliche Energie und zeigt auch männlichen Personen. Bei dieser Bewegung, bei diesem Transit ist nicht nur der Partner oder Wunschpartner, das kann auch anderen männlichen Personen sein, wie einen Beamten oder eine nette Nachbar oder Kollege. Und Mars bewegt sich Anfang Mai im Stier. Aktiviert Themen, was zum Stier gehört. Mars ist deine Kraft. Die Stier sagt, bleib in Ruhe. In Ruhe liegt die Kraft. Stier sagt auch, genieße den Tagen. Du hast das verdient, mal zum Ruhe kommen, mal einfach das nur so genießen. Stier steht auch in Bezug zum Werte und Besitz. Nimm alles im Besitz, was für dich wertvoll ist. Vielleicht dieser Mann ist für dich wertvoll, also konzentriere auf die Partnerschaft. Immerhin ist Mars, kann auch ein männlichen Person sein. Stier steht auch zum Geld und im achten Lebensbereich handelt sich auch um Geld. Und das sind Ämter wie Finanzamt, Banken, Versicherungen, Börsen, Investitionen, Spekulationen, das Geld vom Partner oder Erbschaften, da die Kraft einsetzen. Jupiter vergrößert etwas. Aber Jupiter ist gerade rückläufig und das bremst das. Und damit möchte Jupiter sagen, wenn du etwas jetzt vergrößern möchtest, dann ist das noch nicht der richtige Zeitpunkt. Bremst das bisschen. Du musst noch geduldig sein oder etwas noch anschauen, überprüfen. Jupiter bewegt sich in Skorpion. Jupiter ist auch der große Glücksplanet. Aber worauf solltest du achten? Die Skorpion-Energie sagt zu dir, Transformation, transformiere deine Gefühle. Skorpion ist Wasserelement und hat mit Gefühlen was zu tun. Verabschieden von Schuldgefühl, weil das führt zum Schulden. Oder verabschieden von Verlustangst, weil das führt auch zum Verlust. Das kann auch Geldverlust sein. Immerhin, hier handelt es sich auch um Geld bei zweiten Lebensbereich. Jupiter vergrößert etwas. Man hat auch diesen Impuls, etwas übertreiben. Und das ist nicht nur die Geldeinnahme, sondern auch Ausgabe. Das bisschen bremse gerade die Ausgaben. Und Jupiter trotzdem ist der große Glücksplanet, also das auch wahrnehmen, dass du immerhin jetzt auch Glück hast, Gewinn zu machen. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Mit Saturn Einfluss haben wir immer Lernaufgabe. Aber Saturn möchte etwas befestigen, in Form zu bringen. Was formt dich gerade bei diesem Saturn-Einfluss? Das zeigt sich hier die Schütze, die Themen, was ich vorher beschrieben habe. Dieses karmische Thema wird hier aktiviert.
Saturn ist rückläufig, das hat auch mit alten Karma oder mit Vergangenheit was zu tun. Wobei alte Karma ist auch Vergangenheit. Pluto ist auch hier im Schütze. Und Pluto ist auch rückläufig. Und Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen. Jetzt kommen die Erinnerungen. Was war in Vergangenheit? Und verabschiede von Erinnerungen, Bilder, Gefühlen, was dich bedrückt. Räum auf. Das zeigt hier die Pluto-Energie. Diese beiden Mondknoten, Rahu und Ketu, diese aufsteigende Mondknoten und hier diese absteigende Mondknoten, sie bewegen sich auch. Und zur Zeit, das heißt Jahr 2019 und Jahr 2020, befindet sich Ketu, die absteigende Mondknoten, hier im Schütze, genauso wie in dein Geburtshoroskop. Und der Drachenkopf Rahu bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr hier in Zwillingen, genau dort, wo auch dein Geburtshoroskop befindet, und aktiviert bei dir diese karmischen Themen. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, dass wir das glauben. Und das ist im Wassermann, hier im Wassermann im fünften Lebensbereich. Und in dein Geburtshoroskop befindet sich hier Saturn, der große Lehrmeister. Das ist eine große Lernaufgabe. Was ist das genau? Das Leben spielerisch betrachten. Das ist das Haus, die Kinder. Auch die Kreativität leben. Dein Leben schöpferisch gestalten und Lebensfreude. Natürlich sind hier auch Erinnerungen an deine eigene Kindheit. Und wenn das Saturn im Geburtshoroskop hier ist, dann ist das hart. Eine harte oder strenge Kindheit, strenge Elternhaus. Hier hast du jetzt zur Zeit Neptun, ein Neptun-Einfluss gerade. Und Neptun zeigt, lebt deine Kreativität. Neptun ist die Planet der Künstler. Das ist die Fantasie und auch die Inspiration. Lass dich inspirieren. Mach von deinem Leben ein Kunstwerk, aber spielerisch. Venus ist die weibliche Energie, auch die Liebesplanet, aber weiblich. Und das zeigt uns Frauen. Auch unserem Aussehen, wie wir uns pflegen, das ist auch Venus-Energie. Außerdem alles, was schön ist, Kunst, Kreativität, Schönheit, Ästhetik, Harmonie und Frieden, das ist alles Venus-Energie. Weil das weiblich ist, zeigt nicht uns Frauen im Geburtshoroskop ja, aber bei dieser Bewegung, bei diesem Transit kann das auch eine oder mehrere andere Frauen bedeuten. Venus befindet sich in Fischen. Wenn das um Thema Liebe geht, immerhin ist Venus die Liebesplanet, dann mit dieser Fischenenergie lass das einfach geschehen. Vertraue das Fluss des Lebens. Die sechste Lebensbereich hat mit Arbeit was zu tun und mit Gesundheit. Gesundheitlich ist wichtig, dass du im inneren Gleichgewicht bleibst. Und in die Arbeitssituation, Venus zeigt die Harmonie, du bringst etwas in Harmonie, herrscht gerade Frieden oder bist du kreativ. Venus hat auch mit Selbstständigkeit was zu tun. Oder Kontakt mit anderen Frauen. Wenn das um Gesundheit geht, kann Venus Einfluss haben auf Nieren und brauchst bei der Heilung die inneren Gleichgewicht. Oder machst du Termin bei Frauenarzt. Merkur befindet sich auch hier in Fischen. Und Merkur sorgt dafür, dass hier
Gesprächen, zum Gesprächen kommen, dass du handelst oder hast du Termin oder Vertrag, wird untergeschrieben. Das kann auch ein Arbeitsvertrag sein. Um 1., 2. und 3. Mai ist Mond noch hier im Fischen. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Aktiviert etwas und die Themen, wo gerade die Bewegung ist, und hat einen großen Einfluss auf unserem Unbewussten, auf unseren Träumen und auch unseren Gefühlen. Mond ist auch weibliche Energie, das ist die Empfängnis, also kann auch Schwangerschaft auslösen oder dass wir empfangen etwas. Auch Mütterlichkeit zeigt und steht in Verbindung zum Mutter. Sonne symbolisiert der Vater, Mond symbolisiert die Mutter. So waren die Planeten Sonne und Mond am 1. Mai. 2. Mai 2019 steht Mond mit Venus in Verbindung und wenn sie sich treffen, dann wirken sie zusammen. Und das ist entweder eine Begegnung zu einer Frau und diese Begegnung löst etwas aus in deinen Gefühlen. Oder Thema Liebe, Partnerschaft ist wichtig und das beeinflusst natürlich auch die Gefühle und das entweder im Alltag oder im Arbeitsplatz. 3. Mai. Mond steht in Verbindung zum Merkur. Bei Merkur-Energie handelt sich um Handlungen und Gesprächen, Kommunikation und das hat Einfluss auf die Gefühle oder ist das sehr gefühlsvoll. Oder sollen wir nach unserem Bauchgefühl hören und danach handeln? 4. Mai ist Neumond exakt um 23.46 Uhr, also kurz vor Mitternacht. Und diese Neumond-Energie wirkt natürlich auch noch am nächsten Tag, 5. Mai. Das heißt, Mond übergeht ihn wieder und trifft mit die Sonne. Hier ist wieder Energie. Wieder ist stürmisch, bewegt etwas, aber ein Neumond sagt, halte das jetzt zurück, sei zurückhaltend, schau nach innen und meditiere über etwas oder sei nachdenklich momentan. Worüber? Das zeigt entweder die Wiederenergie, das heißt, nachdenklich sein über einen Neuanfang und dann kommt noch die Partnerschaft dazu. Beide Themen wird aktiviert. 5. Mai übergeht Merkur im Widder. Das kann auch Gespräche, Handlungen sein, was ein Neuanfang bedeutet oder eine Nachricht, was die Liebe betrifft, oder beides ist möglich, sogar gleichzeitig. 6. Mai übergeht Mond im Stier. Das heißt, Mond aktiviert die Stierenergie. Und hier handelt es sich um Ruhe, Genuss oder Werte und Finanzen. Dann kommt noch dazu die Thematik von den 8. Lebensbereichen. Und das heißt lernen, Mars aktiviert das, wie man sich lernt, etwas loslassen oder Themen wie erbschaftlichen Situationen und Ämtern, was mit Finanzen betrifft. Am 7. Mai übergeht Mars in Zwillinge. Das ist deine Kraft. Wo sollst du deine Kraft einsetzen? Das ist entweder eine Reise oder Spiritualität. Natürlich, Mars kann auch ein Mann sein, Verbindung zu einer männlichen Person, entweder auf eine Reise oder dieser Mann kommt von Ausland. 8. Mai übergeht Mond auch in Zwillingen und trifft mit Mars.
Das heißt Verbindung zu einer männlichen Person. Und das hat einen Einfluss auf unseren Gefühlen. Im selben Tag steht Merkur und Uranus in Verbindung und das hier im Widder. Uranus-Merkur-Verbindung, sie treffen sie sich und sie wirken zusammen, weil sie können gar nicht getrennt wirken. Das sind Überraschungen, unerwartete Ereignisse. Unruhe kann auch auslösen ein Uranus-Einfluss, etwas, wo man mit gar nicht rechnet. Umbrüche, Veränderungen und die Handlungen, Gespräche. Und das trifft entweder ein Neuanfang oder trifft Liebe, Partnerschaft. 10. Mai übergeht Mond im Krebs und aktiviert Krebsthemen. Das ist Familie, familiäre Verbindung. Oder Nachwuchs ist auch möglich. Und dann kommt noch die Thematik dazu, was die 10. Lebensbereich betrifft. Ansehen, Anerkennung, Zielsetzung, Beruf, Berufung. 11. Mai übergeht Venus im Widder und aktiviert Neuigkeiten, Neuanfang und aktiviert die Thema Liebe, Partnerschaft. 12. Mai ist Halbmond hier im Krebs. Halbmond ist Spannung, Unsicherheit, Nervosität, entweder in die Familie oder in die Öffentlichkeit, und es ist besser dann eher zurückziehen, zurückhaltend sein, oder löst aus solchen Gefühlen, wenn wir dann das Gefühl haben, wir bekommen zu wenig Anerkennung oder wir werden übersehen. Dieser Halbmond ist exakt um 2:12 Uhr. Fehlt in diesem Tag die Erde-Element, die Sicherheit, Stabilität, Struktur oder kann auch die Finanzen bedeuten. 13. Mai übergeht Mond im Löwe. Und aktiviert Löwenthemen, selbstbewusst zu sein, im Mittelpunkt stehen. Du brauchst Anerkennung. Und dann kommt die Thematik noch dazu, was die 11. Lebensbereich betrifft. Deine Wünsche zu leben, die Hoffnung nicht aufgeben, das ist der Fokus. Und auch die Feuerelement von Löwe, diese Begeisterung und Kontakte zum anderen Menschen, die gleichgesinnt sind. Das kann auch eine Gruppe sein oder Freundschaften. Das ist eine zunehmende Mondphase. Bei einer zunehmenden Mondphase können wir etwas beginnen, starten, was zunehmen soll, was vermehren soll. Aber achten auf die Halbmondpositionen, weil ein Halbmond wirft das alles zurück. Und bei einer abnehmenden Mondphase können wir etwas starten, was abnehmen soll, was wir loslassen möchten. Aber dort auch achten darauf, dass das nicht ein Halbmond ist, weil das werft auch was zurück, das hindert. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau, aktiviert Jungfrau-Themen. Das ist Heilung, das ist etwas in Ordnung zu bringen oder etwas bereinigen. Und dann kommt die Thema, die 12. Lebensbereich, die Geheimnisse. Alles, was hinter geschlossenen Türen passiert oder Rückzug, mal zurückziehen und auf die Gefühle achten, das bereinigen, das in Ordnung zu bringen. 16. Mai übergeht Sonne im Stier, also beginnt ein neues Monatsthema. Das, was die Stier vermittelt, etwas in Besitz nehmen, das Leben genießen, zur Ruhe kommen, um die Finanzen kümmern. Und dann noch dazu in dein Horoskop, die achten Lebensbereich dazu, da hast du die Stier, dass du deinen Gefühlen transformierst und dass du alles loslassen kannst, was nicht in dein Leben gehört, weil das dich bedrückt, auch im Besitz.
Es ist nicht nur die Finanzen, sondern all das, was du in Besitz nehmen möchtest oder hast du schon im Besitz, aber brauchst nicht. Und dann nicht festhalten, sondern davon verabschieden. Das sind die wichtigen Monatsthemen. Außerdem kann das auch Erbschaft sein. Hier im achten Lebensbereich gibt es auch Themen wie Sexualität. Und die Stierenergie sagt dazu, das mal genießen. 17. Mai übergeht Mond im Waage. Du hast hier Waage Aszendent. Also Mond ist auf dein Aszendent. Und das hat mit deinem Auftreten was zu tun, auch mit deinem Aussehen. Und da ändert sich etwas. Oder es ist gut, dass du nach Gefühl handelst. Kann auch bedeuten, dass du Einflüsse hast von außen. Das trifft dich persönlich und beeindruckt deinen Gefühlen. 18. Mai ist Vollmond, exakt um 22:11 Uhr. Vollmond bedeutet, das wird ganz und voll beleuchtet. Und genau das sollte man hinschauen. Da sind vage Themen wie inneren Gleichgewicht oder etwas ausgleichen, vergleichen oder eine rechtliche Lage oder Partnerschaft oder Kunst, Kreativität, Schönheit, Harmonie. Und dann kommt noch deine Persönlichkeit dazu. Im selben Tag, also 18. Mai, steht Venus und Uranus in Verbindung. Hier im Widder, das kann Neuigkeiten bedeuten, Uranus, Venus, und trifft deine Partnerschaft. Und da sind unerwartete Ereignisse. Bei Venus-Energie natürlich auch die Thematik nochmal betont, Liebe, Partnerschaft. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Das kann für dich bedeuten, dass du hier Termine hast bei Ämtern oder hast du hier Termine und das betrifft Erbschaften oder die Finanzen. Im selben Tag übergeht Mond in Skorpion, hat auch mit Finanzen was zu tun und beginnt die abnehmende Mondphase. Also nicht das Geld soll abnehmen, sondern deine Ängste soll abnehmen. Und so kannst du deinen Gefühlen transformieren und dadurch die Finanzen verbessern, weil energetisch hängt das schon zusammen. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Die wirken zusammen. Jupiter ist zwar rückläufig, hat das auch mit Vergangenheit was zu tun, kann auch eine rechtliche Lage sein und das natürlich wirkt auf die Finanzen. Aber auch die positive Seite Jupiter auch betrachten, das sind Glückschancen, auch finanziell. 21. Mai übergeht Mond im Schütze. Aktiviert Schütze-Themen, das heißt orientieren in die Richtung, was dich begeistert. Und dann Themen wie Ausland, Reisen und wie setzt du dich durch anderen gegenüber? Auch der Austausch von Informationen steht auch in Verbindung zum Internetmedien. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung. Und Saturn sagt es nochmal, hier hast du die Lernaufgabe, das ist deine Schule, dein Leben, dass du dich behauptest, dass du anderen überzeugen kannst, das, was du meinst, was du vorhast und bring das in Form. Hier manifestiert sich etwas, das zeigt Saturn, aber auch unseren Planet Erde. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung und Pluto sagt, konzentriere auf den Wesentlichen und alles andere ist uninteressant. 24. Mai
ist Merkur im Diamant und das in der Kreiszeichen Stier. Und das heißt, es klärt sich etwas auf, kommt etwas im Glanz, kommt im Vorschein und beschleunigt alles. Das sind Gespräche, Handlungen, das, was mit den Finanzen oder Erbschaften was zu tun hat. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock. Dann kommt Steinbock-Themen natürlich. Nicht aufgeben, Ziele setzen, geduldig zu sein, Ausdauer zeigen. Das ist dein Basis hier im tiefsten Punkt des Horoskopes. Außerdem deine Wohnsituation aktiviert Mond auch. 26. Mai ist Halbmond, wieder Spannung. Das im Wassermann. Und da handelt es sich um Kindheit, Kindheitserinnerungen, inneren Kind oder die Verbindung zu unseren Kindern oder Enkelkindern, aber auch die schöpferische Energie, die Lebensfreude. Hier in diesem Tag kommt jetzt diese Unsicherheit. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr, in dem Tag fällt die Feuerelement, die Begeisterung, die Kraft und die Mut. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung. Die beiden haben ähnlichen Essenz. Beide hat mit Wasser was zu tun. Beide hat mit Gefühlen was zu tun. Beide hat mit unserem Unbewussten zu tun. Beide hat mit unserem Fantasie und Träume was zu tun. Beide hat mit unserem Intuition was zu tun. Und eine verstärkt den anderen. 29. Mai übergeht Mond in Fischen und aktiviert Themen wie Kreativität oder das Vertrauen, das Fluss des Lebens und das alles im Alltag oder in Arbeit hat eine Wirkung auch auf die Gesundheit. 31. Mai übergeht Mond im Widder. Aktiviert Themen wie Neuigkeiten, Neuanfang, Begeisterung, Liebe, Partnerschaft. Liebe Liviana, das war dein Monatshoroskop. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.